Die Sandra Krautwaschl hat sich bei mir gemeldet. Heute ist Geburtstagsfest. Sie will ihr Zuhause neu gestalten, nachdem sie den Film gesehen hat. Hallo. Hallo. Bitte. Ich darf dir so was Schönes herschenken. Das Schöne sind Gläser, gell? Ja, was ist einmal hin? Das Schöne sind Gläser, jetzt nicht mehr. Gläser, so wie du es dir gewünscht hast. Ja. Mit. Boah, ist das schön. Ist das wirklich auf deinem Haushalt? Wahnsinn, super, schau. Alles passt. Bitte, mit perfekt. Naturkautschuk. Jetzt musst du mich ins Schlafzimmer begleiten, schnell. Schau her, guck mal einer. Die Plastikkiste, die hast du uns noch verschwiegen. Ja, die habe ich die doch. Die haben wir nicht. Ich habe doch das ganze Haus leer geräumt, die Plastik. Ich hab sie nicht weg tun können, weil ich was brauche für meine Bücher. Aber ich war mir ja sicher, dass ich halt irgendwas drücken kann. Ne? Also endlich meine Bücher in die Laden. So. Jetzt muss man noch. Das muss man noch austauschen. Das ist das Letzte, was ihr im Haus habt, was von Plastik ist, oder? Genau, das allerletzte. Sandra? Ja? Die Kiste nehme ich gleich mit zu den Sorgen. Okay. Ja, jetzt brauche ich sie wirklich nicht mehr. Ja, ich habe mir gedacht, weil teilweise auch von Leuten, mit denen ich so diskutiert habe, so das Argument gekommen ist, als Gegenargument quasi, ja jetzt haut ihr ein ganzes Plastik aus und kauft alles neu und das kostet ja auch so viel und ist ja auch nicht im Sinn und es wird ja auch wieder nur konsumiert. Und die Idee zu dem Fest ist eben, dass jeder, der gern was mitbringen mag, was mitbringt, nicht aus Plastik natürlich, was wir jetzt ein bisschen brauchen könnten und was bei ihm daheim oder sonst wo einfach überflüssig ist. Ja? Weil das ist etwas, was mir so extrem bewusst worden ist, wie wir das ganze Plastik aus dem Haus rausgeräumt haben, wie viel davon gänzlich überflüssig ist. Also nicht einmal so, dass du sagst, das müsstest du jetzt irgendwie ersetzen, sondern das hätte man ersatzlos streichen können. So ein Ende, die haben wir sogar noch draußen, den können wir nämlich auch hören. Ich habe den einen neuen Salzstreuer und einen neuen Pfefferstreuer mitgebracht, weil wir da noch Gebrauchte hatten, die nicht aus Plastik sind. Ja. Bei Lebensmitteln, vor allem Süßigkeiten zum Beispiel, wo ist da wirklich nur Papier mit dabei? Ja. Also, da wird es sicher Schwierigkeiten geben und alles. Also bei vielen anderen habe ich das Gefühl, dass es Umstellungssache ist. Was hast du denn? Sie kommt, ja. Sie kommt. Ja, hi. Ja. Wow. Schau bitte, also das ist eine Ocarina. Das habe ich zuerst für was anderes gehalten. Und das... Und das ist ein Räucherstäbchenhalter, den hat der Peter selber bitte gemacht. Ja? Aus Nussholz von unserem eigenen Nussbaum. Der Sinn ist zu sagen, dass man nicht jetzt da eine Konsumwelle ankurbeln muss und alles aus Edelstahl oder teuren Materialien, die sich dann viele Leute nicht leisten können, kaufen muss, sondern dass man oft so dieses Prinzip weniger ist mehr einfach verwenden kann, dass das auch ganz gut geht.